damit wieder. Hallo und herzlich willkommen. Er braucht gerade ein bisschen mehr Laden, aber gucken. Ich bin gerade schon die ganze Zeit verzweifelt überlegen, wie die Steuerung war, weil es jetzt eigentlich nur so eine Woche her. Und trotzdem kann ich mich nicht so direkt dran erinnern. Das ist interessant, ne? Bei manchen Spielen, da geht das sofort und. Ja, wobei ich mir überlege, also, wollte ursprünglich sagen, bei manchen Spielen geht das ja sofort so über, ne, und man hat das drin und das vergisst man auch irgendwie nicht. Da muss ich gerade eben dran denken, bevor ich das vollenden konnte, dass es ja meistens dann die Spiele sind, die anderen Spielen super ähneln. Ne? Also man hat ja bei vielen Spielen so ein ähnliches Bewegungskonzept, so linkes Stick drücken für Rennen, auf LT oder der linken Schultertaste ist dann halt das Anvisieren und auf RB ist eine Granate oder ein Special, auf LB dann auch. Also ist ja häufig, dass sehr, sehr ähnlich die Sachen belegt sind, einfach um dann halt den Einstieg in ein Spiel so leichter zu machen. Ne? Aber hier, ich glaube, es war hier ähnlich, also nicht so viel anders, aber okay, das ist der Sinn. Das ist irgendwas mit Zentrieren. Naja, wir gucken mal. Was haben wir eigentlich hier? Auffüllen. Ja, natürlich auffüllen. Okay, ja, was auch immer. Oh, da kann ich was basteln. Na, wir haben, glaube ich, nichts mehr, ne? Ja, ja, sowas. Nun denn. Möchte ich da runtergehen? Ne, ist nichts. Okay. Wir sind, glaube ich, wieder in die Kneipe rein. Guck mal, da leuchtet irgendwas. Schauen wir doch mal. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city. Mhm. Briten arbeiten Hand in Hand. Wir suchen Arbeiter, die technische oder verwandte Berufe gelernt haben. Melden Sie sich noch heute freiwillig für die Rüstungsindustrie. Unterstützt die Männer an der Front mit ausreichend Munition. Ihr werdet genug verdienen an die Fließbänder und versorgt die Front. Okay. Ja. Das sieht irgendwie so nach Erstem Weltkrieg aus, so von den Fahrzeugen her. Da haben wir auch nochmal so ein Plakat. Ist das gleich in grün? Nee. Treten Sie der königlichen Flotte bei. Möchten Sie mehr wissen, fragen Sie beim nächsten Rekrutierungsbüro nach. Okay. Okay, 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 okay. Guck mal, da sitzt einer drin, aber der ist schon tot. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Nicht irgendein Brief oder sowas, ne? This man was armed. He tried to defend himself. Das Gesicht, ey. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Okay. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ja, aber das möchte ich nicht jetzt machen, denn ich will noch mal vorher da reingehen in die Kneipe. Oder? Ah, nee, da waren wir ja schon. Ah, okay. Gleich rein? Nee. Ich gucke mich so ein bisschen um, falls wir vielleicht doch noch irgendwas Interessantes finden sollten. Man kann ja eh nie genug haben von irgendwas. Oh, guck mal, das ist da. Hat sich schon gelohnt. Okay, nee, hier ist nichts. Wie zur Hölle renne ich? Ach, okay. B gedrückt halten. Ungewöhnlich.
Okay, und gib ihm. Bin mal gespannt. Da geht's lang. Dann gucke ich natürlich erstmal hier. Nicht so weiter. Den plündern. Ja, so eine Kiste. Schusswaffen, okay. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Ah, so eine Art scheint es auch zu sein, ne? I cannot enter. Ich hab dich! Sehr gut. Oder was? Na, haha. Bin ganz schön krass drauf, ey. Fiesen Freaks. Und wo geht die hin? Ah, da noch draußen, okay. Karte des Gegners. Okay. Was ist denn das? Manche Gegner können gewisse Schadensarten besser widerstehen. Okay. Aha. Ich hab dich. Ah. Hab ich ja auch. Sehr geil. Ja, ich muss sagen, man kommt so langsam rein. Aber es macht auf jeden Fall Laune. Also ich finde das mit der Story und allem ganz gut, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu sehr auf Geschnetzel ist, ja. Aber an sich schon ganz lustig gemacht. Battle Learner. Aha. Ach, ich habe Ausdauer, das darf ich nicht vergessen. Die muss ich auch noch immer achten. Ah, ich hab dich. Ich muss ihn irgendwie schocken oder so, mal, dass man einen beißen kann. Ja, genau. Wegstecken, mal gucken, dass wir einen plündern. Aha, ein neues Detail. Okay. Schon cool irgendwie. Was haben wir denn hier oben? Nicht viel, ehrlich gesagt.
Ich kann ruhig mehr coole Sachen hier irgendwo geben, ey. Also finde ich jetzt. Persönlich gesagt, ja. Hab dich. Ne. So, auch eingesammelt. Schön, dass wir dann die ganzen Sachen hier einsammeln können. Abgenutzte Lupara. Die Lupara gab es doch auch bei Modern Warfare 2 damals, bin ich der Meinung. Also Call of Duty. Modern Warfare 2. I cannot enter. Okay. Keep out. Hier ging das Blut hin. Da ist auch eine Leiche. Interesting. Mal gucken, was wir denn basteln können. Vielleicht ist ja irgendwas Schönes dabei. Na, ja, wir haben leider nichts. Was haben wir denn da? Uhr. Aber machen wir halt, ne? Wenn das Sachen bringt, beziehungsweise ermöglicht, besser verkauft zu werden. Okay, Geld haben wir auch. Dann würde ich sagen, einmal ausruhen, bitte. Achso, ja, aber das machen wir nächstes Mal. Also, in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.